Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir stehen hier ganz in der Nähe von Prag in einem Steinbruch. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil der Peter krank ist und ich eine Tour für ihn jetzt übernommen habe. Und ich habe mir gerade diesen alten Opel angesehen. Sieht man heute wirklich, zumindest bei uns in Österreich, fast nicht mehr. So ein Opel Omega, glaube ich, war das, ja. Ein Omega ist das, genau. Ja, sieht man wirklich nicht mehr. Aber das nur nebenbei. Wir machen schnell Abfahrtskontrolle. Es ist jetzt Dienstag, kurz nach 5 in der Früh, nach dem langen Wochenende. Noch schnell alles checken, ob das alles passt. Das schaut gut aus. Da ist auch alles gut verzurrt. Ja. Ja, so 23 Tonnen hat dieser Bagger oder diese Bagger in Summe. So. Licht ist in Ordnung, Warnblinkanlage funktioniert. Das passt. Auch da ist alles richtig verzurrt. Das passt auch. Auch in Ordnung. Alles klar. Wir springen rein. Und schauen, dass wir Meter machen. Ich zeige es euch auf der Karte. Wir sind, wie gesagt, hier kurz oberhalb von Prag, fahren dann runter über Brünn, Bratislava, Budapest und fahren nach Arad. Arad, das ist so kurz nach der Grenze nach Rumänien. Und bei Transinet werden wir abladen. Wir fahren bereits auf der Promo 227, die habe ich heute installiert. Also heute an dem Tag, wo ich aufnehme. Ja, und ich würde sagen, wir starten. Damit wir keine Zeit mehr verlieren, 12 Stunden würde die Fahrt dauern, schaffen wir natürlich nicht. Wir werden dann irgendwo Pause machen müssen. Wow, ganz schön Gewicht da hinten drauf. Mit der Black Beauty würde das sicherlich leichter gehen. Aber nachdem der Peter krank ist, ja, kann man nichts machen. Passiert. Ja, zieht brav.
So. Der versteht mich sowieso nicht. Ja, die Fahrt im Shooterwerk hat schon mal funktioniert. Auf der normalen Straße ist auch sicher angenehmer zu fahren als auf dieser Schotterpiste hier. Endlich. Endlich. Alles macht Spaß. Immer wieder solche Touren zu fahren. Diese speziellen Aufträge. Herrlich, dieser Morgen. Wenig Verkehr, ganz, ganz entspannt, schön. Liegt vielleicht an dem langen Wochenende, dass noch nicht so viel los ist. Könnte sein. Boah, die Sonne knallt rein. Brutal. Ah, schöner MP3. Ja, eine richtig schöne Gegend.
Da geht's nach Dresden zum Marian. Da würde es nach Dresden gehen zum Marian, so muss ich sagen. Boah, strahlend blauer Himmel. Ein Wahnsinn. Ein Wahnsinn. Ja, in meiner Werkstätte muss ich dann mal anrufen. Mein Auflieger steht ja immer noch in der Werkstätte. Ihr wisst ja, der rennt aus der Spur. Was mich etwas verwundert ist, dass die sich überhaupt nicht melden. Ich könnte da den Marian mal anrufen, dann was der dazu sagt. Der ist sicher Spezialist auch in solchen Beurteilungen. So, mit einer 10er Fahrzeit könnten wir heute bis 16 Uhr fahren. 5 Uhr war Abfahrt. Pause dazu. Also 16 Uhr. Ups. Genau. Ja, der fährt dort drüber. Ein Event, vermutlich. So. Da geht's Richtung Heimat. Bisschen richten da irgendwie ist mein Rücken ein bisschen beleidigt.
Ja, langes Wochenende vorbei. Pfingstwochenende ist vorbei. War bei mir relativ unspektakulär. Am Sonntag ist der Geburtstag von meinem Vater gefeiert worden. Beim Schwiegervater war ich im Krankenhaus mit meiner Frau, mit den Kindern. Der steht kurz vor einer Herz-OP. Wird jetzt praktisch in dieser Woche operiert. Der zeigt das so souverän, der Mercedes, das ist brutal. Ja, Promotes 227, ich habe schon erwähnt, habe ich installiert. Wir fahren ja inzwischen auf der 131. Ja, und bis jetzt eigentlich, muss ich fairerweise gestehen, ist mir nichts aufgefallen. Keine Problemchen. Ich glaube, es ist auch nicht allzu viel gemacht worden auf der Promotes. Ein paar Bugs sind behoben worden. Aber im Großen und Ganzen aus meiner Sicht jetzt nichts Gravierendes. Wer irgendwie mehr zu dem Thema weiß, kann das gern unten in den Kommentaren vermerken. Ja, RusMap kommt noch. Möchte auf alle Fälle noch installieren. Die RusMap habe ich ja auf der 130 genauso drauf gehabt, aber erst relativ spät zum Schluss eigentlich. Und ich muss fairerweise gestehen, ich habe keinen einzigen Auftrag gefahren, wo ich auf der RusMap gewesen wäre. Leider. Zu meiner Schande. Aber natürlich waren mir meine Auftraggeber, insbesondere ist die E-Egress dementsprechend endigt mit Standardaufträgen, dann ist es natürlich schon so, dass ich mir am freien Frachtmarkt nicht unbedingt großartig orientieren kann und sagen kann, okay, heute würde ich mal Richtung, keine Ahnung, Weißrussland oder was auch immer. Boah, da war aber gerade noch blauer Himmel jetzt, oder nicht? Hinter uns sieht man, ja genau, im Spiegel ist noch der blaue Himmel leicht bewölkt und vor uns ist Weltuntergangsstimmung. Achso, klar, das ist über Wien, ja. Kann fast nicht anders sein. Also wie Weltuntergangsstimmung über der Bundeshauptstadt.
Das war jetzt der Volvo, oder? S40, glaube ich, war das. So, müssen wir jetzt aufpassen. Genau. Coca-Cola Zero. Die haben ja ganz schöne Schwierigkeiten, diese Softdrink-Hersteller wie Coca-Cola und Konsorten. Durch diese ganzen Energy-Drinks und Mode-Drinks, die es da gibt, haben solche Weltmarken wie es Coca-Cola ist, ganz schön federn lassen. Sollte man nicht glauben, ist aber so. Darum fährt er auch nur mit dem Motorwagen, der Kollege. Aber wir liegen super gut in der Zeit. Halb elf. Bratislava, rechts von uns.
Irgendwie hat man meine Kapseln aus dem LKW gerammt. Meine Kaffeekapseln. Drum steht die Tasse vom Tom. Danke nochmal, Tom. Drum steht die ganz einsam und verlassen. Ohne Inhalt. Die wollten mir bald einzwicken, da jetzt die zwei Burschen. So, bei der nächsten Gelegenheit mache ich dann noch mal eine kurze Pause. Werde schauen, dass ich irgendwo einen Kaffee kriege. Hallo, 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 was war das? Ja, genau. Genau. Lauter Verbrecher. Das sind aber wenig Dankeschön, liebe Freunde.
Hier haben sie einen Haufen Windradl. Da rechts. Ah, Renault. Na, da kommt jetzt eine. Gott sei Dank. Stehen wir uns da am Parkplatz. So. So Leute, ich spring schnell raus, besorgen wir was zum Trinken und Kaffee. Dann hören wir uns wieder. So, das war jetzt wirklich perfekt. Ein großer Schwarzer, genauso wie ich den mag. Der war richtig gut da drinnen. Und wacht einmal. Bin mir nicht sicher, ob sie das jetzt hören könnt, aber diese Windräder, die machen einen Höllenwirbel. Einen richtigen Lärm. Gewaltig. Aha, Exekutive. Alles klar. Dann schaue ich, dass ich wieder weiterkomme. So, ah, sehr gut. So, 13 Uhr 13. Okay. Schauen wir, dass wir noch ein paar Meter machen jetzt. Wie gesagt, ganz schaffen wir es halt nicht. Meine Güte, jetzt bleiben die wieder stehen. Komm Meister, komm, komm. So, vor, es gibt solche Vollpfosten, das sollte man nicht glauben. Schaut mal, was da Vögel draußen sind. Sieht man das? Das sieht man nicht wirklich. Da drüben.
So richtig große Geier oder so. Unvorstellbar. Warum geht mir da mit Tempomat nicht mehr? Kann man das irgendwie sagen? Reagiert einfach nicht. Na, geht nicht. Also Panne, da müssen wir aufpassen. Budapest. So, was ist denn? Ja, nicht den ganzen Tag Zeit da. Kommt's. Da mal ein bisschen nach vorziehen, vielleicht fällt es irgendwann auf. Na, das ist klar. Also du bleibst stehen, wie wenn's der Oberpolet bist. Bist wahrscheinlich ja. Ups. Schöne Grüße vom Getriebe.
So, es ist schon Viertel nach drei am Nachmittag. Das heißt, auf alle Fälle bei der nächsten Möglichkeit schauen wir, dass wir zum Stehen kommen. Die Fahrzeit wird schon knapp. Die 10er haben wir sowieso schon. Heute am ersten Tag gezogen, da kommt der Parkplatz. Den werden wir uns gönnen. Dann passt es genau mit der Fahrzeit. Sehr gut. Das schaut doch gut aus. Also ein bisschen weg von der Autobahn. Da ist doch recht ruhig. So. So. Da werden wir jetzt unsere Ruhezeit einhalten und bisschen Papierkram erledigen, Mails checken und so weiter. Mit meiner Frau telefonieren, mit der Dieselpassion, mit den Kollegen ein bisschen telefonieren, WhatsApp-Nachrichten anschauen, was los ist, was läuft bei den Burschen. Ja, und dann natürlich ein bisschen zurück. In meine Kuhje. Genau. Ja, Leute, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Und würde mich natürlich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal und ciao.